Nach der Eklipse wurde eine neue energetische Basislinie gesetzt. Wurde während der Eklipse gesetzt, eine neue energetische Basislinie wird eingeführt, aber sie ist anfällig für viele Missverständnisse, Fehlinterpretationen und Irreführung. Also werden wir darüber sprechen, was es für euch bedeutet, eine neue Basislinie zu haben. Was kommt dadurch hoch? Wie solltet ihr euch fühlen? Was wird sie euch spüren lassen, das neu und anders ist als vorher? Und ich möchte mit euch teilen, warum wir diese Konversation haben. Ich war heute Morgen mit meinem Mann einkaufen und ich ging in die Läden, wie ich es immer tue, mit dem Aussehen wie gerade aus dem Bett gefallen. Kein Make-up, die Haare nicht gemacht, naja, einfach so, ihr wisst schon. Und ich höre diese Stimme, denn natürlich passiert das, wenn ich unvorbereitet bin. Ich höre diese Stimme hinter mir sagen, wow. Sie sehen genau wie jemand auf YouTube aus. Und ich wollte mich wirklich umdrehen und sagen, wirklich? Aber ich konnte nicht. Also sagte sie, sind Sie Carrie Kay? Und ich sagte, ja. Und sie sagte, oh, und Gott sei Dank wechselte sie das Thema auf die Eklipse. Hier ist, was sie sagte. Sie sagte, wissen Sie, obwohl, oh, hey Gabby, Gabby, es war nett, dich kennenzulernen. Sie sagt, obwohl diese neue Energie hereinkommt, dieses Upgrade von der Eklipse. Denn Leute, das ist das, was es ist, ein massives, 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 unfassbares Upgrade. Sie sagte, ich fühle mich nicht großartig. Und, aber das sollte ich, oder nicht? Ich sollte mich angehoben fühlen, aber das tue ich nicht. Und ich sagte, ja, das Gleiche, das ich euch sagen will, und das ist, Gott, ihr habt dort zu sein, wo ihr seid. Wenn es jemals die richtige Zeit dafür gegeben hat, die hohe Kunst des Seins, wo du bist, zu lernen, dann ist das jetzt. Und vorhin hatte ich diese Diskussion mit meiner Online-Community und jemand fragte, oder drei Leute fragten tatsächlich eine ähnliche Frage auf unterschiedlicher Weise. Und ich teile mit euch, was ich in meinem Community-Call geteilt habe, denn es war so unglaublich mächtig. Aber bevor ich darüber spreche, lasst mich zurückkommen zu dem Sei, wo du bist. Manchmal bist du, wo du bist, weil das der einzige Weg für dich ist, um damit aufzuhören zu sein, wo du warst. Du musst mit dem sein, was ist, damit du aufhören kannst, mit dem zu sein, was war. Dies, wenn du in dem Jetzt bist, ist, wo du lösen und auflösen kannst. Die Dichte, die du mit dir herumgetragen hast, die Verwirrung, die du mit dir getragen hast, das Trauma aus vergangenen Leben, Lasten, Abstammungslinie, kaputte Aufzeichnungen, alles, die Geschichte, alles, was du mit dir herumgetragen hast. Ihr könnt es erst dann loslassen, wenn ihr vollständig ins Jetzt tretet. Und wenn ihr vollständig ins Jetzt tretet, dann wisst ihr, dass ihr dort seid. Denn ihr fühlt euch sehr verletzlich, ihr fühlt euch sehr roh, ihr fühlt euch sehr, ich müsste fast sagen, im Selbstzweifel. Beklemmung, das ist das Wort. Ihr seid voller Beklemmung, denn ihr fühlt, oh, oh, was ist das? Da ist also Verletzlichkeit und eine Ungewissheit, denn ihr seid im Unbekannten. Der logische Verstand, der Sitz des Egos ist, dieser Teil von uns wird sich immer zum Bekannten hingezogen fühlen. Es will euch ins Bekannte führen, denn dort hat das Ego die Illusion von Sicherheit, die Illusion der Kontrolle, die Illusion der Vorhersagbarkeit. Selbst wenn die Vergangenheit dich mit Schuldgefühlen, Selbstbestrafung und Selbstsabotage quält und all der Geschichte, die dir so vertraut geworden ist, sodass du dich in der Vertrautheit aufhältst, anstatt in der Ungewissheit zu sein und in dem Ungewohnten zu sein. Und ein Teil des Grundes dafür ist, dass das Ego das Unbekannte als unsicher wahrgenommen hat. Aber es ist das Unbekannte, das zur Tür wird. Es ist nicht wirklich das Unbekannte, es ist das Aushaken aus der Zeitmatrix. Das ist es, wie wir uns aus der Zeitmatrix befreien. Wir bewegen uns ins Jetzt. Und ich habe dies schon früher mit euch geteilt. Das Jetzt ist nicht das Gleiche wie die Gegenwart. Es hört sich gleich an, aber wir verwechseln diese beiden Bedeutungen. Die Gegenwart ist der gegenwärtige Moment, was auch immer die Zeit gerade ist. Das ist der gegenwärtige Moment. Das Jetzt ist etwas anderes. Das Jetzt ist eine Zeitlosigkeit. Darum ist Meditation so wichtig, denn es hilft wirklich, euch darin zu verankern und euch in das unvorhersehbare, ungewohnte, mächtige Jetzt zu festigen.
Wir verwechseln das aus dem Blickwinkel des Egos heraus. Wir dachten, oh nein, der Ort ist beängstigend, der Ort ist größer als ich, der Ort ist größer, als ich verkraften kann. Also werde ich da nicht hingehen. So sprach der Ego-Verstand, was nicht schlecht war und nicht falsch war. Es war genau das, was wir hier erleben wollten. Das Ego ist der Teil von uns, der kam, um in der falschen Matrix zu navigieren. Und es hat diesen Job wunderbar erledigt. Aber nun könnt ihr das wahre Selbst, das authentische Selbst nach Hause bringen. Und das alles kommt online für euch. Hier ist Teil dessen, was wir zu meistern haben. Und es erfordert Meisterschaft, um ins Jetzt einzutreten. Ja, ins Sein, wie du bist, einzutreten. Wo du bist, wer du bist, wenn du im Jetzt bist, ohne Firlefanz, ohne Filter, ohne Rückwärtsblick, ohne Vorwärtsblick, nur mit unvorhersehbarer Präsenz. Also teile ich dies mit meiner Online-Community hier und hier werden Fragen zur wertvollsten Sache, die Fragen, die andere Leute mir stellen, denn alle Fragen, obwohl sie unterschiedlich waren, handelten von der gleichen Sache. Die Leute sagten sie, das hört sich wundervoll an, zu sagen, sei im Jetzt und sei, wo du bist und fühle, denn das war es, was ich gesagt habe, du musst den Moment fühlen. Und wenn du den Moment fühlst, dann passiert eine erstaunliche Alchemie. Erstaunliche Dinge finden statt, wenn du im Jetzt bist und dich selbst fühlen lässt, was du fühlst, so wie es ist, kein Filter. Was dann passiert ist, wenn es die Wahrheit ist, dann verankerst du es in dir. Ihr müsst nun der Erde vertrauen, sie arbeitet mit euch, jawohl. Die Erde zieht beinahe wie ein Magnet die Wahrheit in sich hinein und ihr werdet zum Halter des Magneten und ihr verankert diese göttliche Wahrheit in den Planeten. Und eine Menge Leute werden das hören und sagen, das ist genau das, warum ich meine Dichte nicht fühlen möchte, denn dann wird sie rein verankert. Nein, so funktioniert das nicht. Wenn ihr eure Dichte fühlt, und darum sage ich, ihr müsst nun der Erde vertrauen, ihr müsst der höheren Frequenz vertrauen, ihr müsst nun der Tatsache vertrauen, dass die Lichtarbeiter nun die Zeitlinie anführen. Denn das bedeutet, dass das, was nicht die Wahrheit ist, nicht verankert wird. Wir haben eine neue Basislinie. Wir sind den Stil der falschen Matrix gewohnt. Wir sind es gewohnt, dass die Dichte in die Zeitlinie verankert wird. Das passiert nicht mehr. Wir sind es nur nicht gewohnt. Also haben wir unsere Dichte immer beschützt, denn wir haben versucht, die Erde, die Leute, die Zeitlinie davor zu bewahren. Wir wollten nicht, dass sie rüberschwappt. Ihr seid umgeben von einer Decke der Wahrheit, so möchte ich sie nennen, die ganz einfach aus kosmischer Resonanz, universellem, reinen, makellosen, universellen Bewusstsein besteht. Das ist es, was nun in unsere Realität hereinströmt. Und während es hereinströmt, zieht die Erde es in sich hinein. Ich habe früher schon ein Video dazu für euch gemacht, Lichtsäulen. Jeder Lichtarbeiter auf dem Planeten wird nun zu einem Halter für eine Lichtsäule, zumindest eine, manchmal mehrere Lichtsäulen, die durch euch in den Planeten verankert werden. Und das ist ein Ankerpunkt für die Wahrheit. Und nur die Wahrheit wird verankert, denn es gibt da einen natürlichen, eingebauten Filter. Das ist nun so. Das ist die Natur. Das ist nichts Besonderes. Es ist einfach die Natur des organischen Universums, mit dem wir seit Äonen von Jahren, seit Äonen, Äonen nicht mehr interagiert haben. Während dies passiert und wir haben diese neue Basislinie auf dem Planeten, wird es zwingend notwendig, die Dichte zu entladen. Im Jetzt zu sein, zu fühlen, was ihr fühlt, darauf zu vertrauen, dass es entladen wird und nicht verankert wird. Ihr müsst die Leute nicht vor eurer sogenannten Negativität beschützen oder vor was auch immer es ist, weswegen ihr in Selbstbestrafung, Verleugnung, Selbstsabotage, dem nicht gut genug sein gegangen seid, was auch immer das Zeug ist, was auch immer die Geschichte ist, ihr müsst es nicht mehr verstecken und beschützen. Ihr müsst mit dem sein, um es zu entladen. Das ist ein Prozess der Alchemie und du bist ein natürlicher Alchemist, denn es gab niemals eine Zeit, in der es leichter war, ein Alchemist zu sein. Denn die Basislinie, mit der du nun arbeitest, die dich unterstützt, die in der Luft um dich ist, die mühelos für dich ist, hält eine höhere Resonanz, wenn du dich auf sie einstellst, wenn du dich von ihr stärken lässt, von dieser köstlichen kosmischen Unterstützung, die dich umgibt. Es ist wie eine dicke, warme, wohltuende, honigartige, universelle Textur, Licht, Gefühl, Präsenz. Das ist da. Das ist da. Das bedeutet, du hast die Erlaubnis, dort zu sein, wo du bist.
Beschütze nicht mal dich selbst davor. Sei einfach, wo du bist. Filtere es nicht. Erlaube dir. Nebenbei gesagt, wenn du Therapeutika benötigst, bitte geh und besorg sie dir. Erlaube dir selbst zu sein, wo du bist. Und dann wird die Entladung automatisch passieren. Und was übrig ist, ist die Basislinienresonanz. Hier ist die besonders erstaunliche Frage, die mir heute gestellt wurde. Leute sprachen über das Fühlen und jemand sagte, oh, ich kämpfe wirklich. Das ist gut. Sie sagte, ich kämpfe wirklich damit zu fühlen. Und ich sagte, das ist ein Gefühl. Mit etwas zu kämpfen ist ein Gefühl. Es ist nicht, dass du damit kämpfst zu fühlen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du das Gefühl, das du fühlst, nicht magst. Denn es ist ein Gefühl der Unflexibilität oder ein Gefühl des Nichtfließens. Es ist ein Gefühl des Kämpfens. Es ist ein Gefühl des Schmerzes. Es ist ein Gefühl der Not oder es ist ein Gefühl des Nichts. Das ist immer noch ein Gefühl. Seht, wir haben diese Erwartung davon, was wir meinen, fühlen zu müssen. Das ist es, wo wir hinwollen. Wir streben nach dem, was wir denken, dass wir fühlen sollten, was wir fühlen müssten, worauf wir konditioniert sind, zu denken, wie erfolgreiche Spiritualität aussieht. Und dann vergleichen wir das mit dem, wo wir im Moment sind, was niedergeschlagen, deprimiert, verwirrt, ängstlich sein kann, was auch immer der Fall sein mag. Und dann kommt die Verurteilung rein. Und wir tun ab, was wir fühlen und sagen, ich kann nichts fühlen, anstatt zu sagen, ich kann nicht fühlen, was ich fühlen will, aber ich kann dies fühlen. Sei dort. Ich kann dies fühlen. Ich kann nichts fühlen oder ich kann ärgerlich Subtiles spüren oder ich kann mich irritiert fühlen, weil, das sind alles Gefühle, die beschreiben, wo du bist. Bitte, denkt nicht, dass ihr sie benennen müsst, denn das müsst ihr wirklich nicht. Ehrlich, darum geht es nicht. Dies ist kein analytisches Unterfangen. Hier geht es um Präsenz. Nun, Leute, wenn ihr tief in die Lehren, die ich mit euch teile, eintauchen wollt, und ich meine 2,5 Stunden tief, Meisterklassen tief, tretet meinem Plasma Light Tribe bei. Heute hatten wir den Call Nummer 168 und dort passiert der in die Tiefe gehende, tiefe Tauchgang, wie genau dies zu tun ist, wie genau wir in den gegenwärtigen Moment fühlen und all diese großartigen Fragen kamen hoch und bereiteten solch einen wunderschönen, mächtigen Einblick und Verstehen für alle. Nebenbei gesagt, der Call endete mit solch einer spektakulären Weisheit, dass ich sie mit euch teilen möchte. Ich machte zum Schluss eine Seelenlesung für jemanden und es ging um Selbstaufopferung. Und es ging darum, dass dies nicht mehr unser Zuhause ist. Selbstaufopferung, die falsche Matrix, Schmerz, Trauma, Qualen, es ist nicht mehr euer Zuhause, es ist nicht mehr, wo eure Basisresonanz ist. Es gibt einen neuen Präzedenzfall, der geschaffen wurde, aber ihr müsst dem neuen Präzedenzfall gerecht werden, indem ihr euch auf den Moment einlasst. Nun stellt euch vor, ihr wüsstet das nicht. Stellt euch vor, ihr wüsstet nicht, dass ihr die alte Geschichte zurücklassen sollt und euch wirklich in dieses neue, unbekannte Jetzt zentrieren müsst und es als Gefühl, nicht als ein Gedanken, erlebt es als eine Energie, nicht als ein mentales Konstrukt und taucht in es ein und lasst es euch halten, was euch die Erlaubnis und die Freiheit gibt, genau vollständig und absolut wahrhaftig dort zu sein, wo ihr seid. Leute, das wird euch so viel mehr Vertrauen in das Leben geben, um loszulassen. Nun, lasst uns ein bisschen energetisch arbeiten, sollen wir? Lasst uns das heutige Gespräch mit ein bisschen Liebesaktivierung beenden, um euch ein bisschen auf den Geschmack zu bringen. Einfach eine kleine Erinnerung daran, warum du dich sicher fühlen darfst. Denn ich kann dir sagen, dass es sicher ist, zu sein, wo du bist, wo immer das ist. Und ich möchte wirklich, dass du dies weißt, dass eines Tages, wo du bist, fabelhaft sein wird. Und du wirst Fabelhaftigkeit in die Erde verankern und das ist einfach großartig. Und dann an einem anderen Tag, wo du bist, wird das Gegenteil von fabelhaft sein. Es ist okay. Erinnere dich, was ich vorhin sagte. Wir hatten so viele Leute heute, die von diesem sehr menschlichen Erlebnis des Abtuns ihrer Gefühle sprachen, weil es nicht das war, was sie glaubten, fühlen zu müssen. Also sagten sie Dinge wie, ich kann nicht fühlen. Du kannst. Denn du bist ein Wesen der Energie. Lange bevor du einen Körper hattest, lange bevor du zu etwas wurdest, das ein Spiegelbild hatte, du bist ein Energiefeld, das ist deine unendliche Natur. Du bist ein Feld.
des kosmischen Lichts. Of cosmic light. Und während ich diese Erinnerung zu dir bringe, möchte ich, dass du dich selbst fühlst, wie du in dir zur Ruhe kommst, in dich einsinkst und dich ins Wohlbefinden davon begibst, wie es ist, als Energie lebendig zu sein, erinnert zu werden. Ah, das ist es, wer ich bin. Ja, das ist es, was ich bin. What I am. Und ich existiere vollständig. Fully. Nun, lasst es rein. Ich existiere vollständig im Jetzt. In the now. Was nicht die Vergangenheit ist und nicht die Zukunft ist und nicht einmal die Gegenwart. Ich existiere vollständig im unendlichen Feld des Jetzt, wo Gott existiert. Wo das Universum in der immerwährenden, allmächtigen, bedingungslosen Schöpfung ist. Wisst ihr, was eine bedingungslose Schöpfung ist? Es ist ein Ausdruck bedingungsloser Liebe, die in die Welten strömt. Ihr seid Teil davon. Und es ist okay, wenn, während ich zu euch spreche, denn es kommt eine Menge Energie durch diese Worte. Es ist okay, wenn du dich fühlst, als würdest du ein bisschen rauszoomen. Nun? Zoomt rein. Zoom in. Ein guter Weg, das zu tun, ist, eure Hand physisch auf euer Herz zu legen. Tut eure Hand einfach auf das Zentrum eurer Brust. Und mit der Hand, die euer Zentrum der Brust berührt, möchte ich, dass ihr die einfachste Wahrheit die einfachste Wahrheit bekräftigt, die ihr gerade könnt. Und erinnert euch, dass die einfachste meistens die stärkste ist. Ich bin. Das bedeutet, du bekräftigst deine Präsenz. Ich bin. Das bedeutet, dass du dich als nichts anderes als Energie definierst. Ich bin. Es ist eine Stille, es ist eine Frequenz. Es ist eine Präsenz. It's a presence. Es ist eine Verbindung. It's a connection. Zum Leben, to life, zur Lebenskraft, life, zur Quelle force, des Lebens, source, God, Gottes Bewusstsein. Ich bin. Du hast eine neue Basis, die dich unterstützt und es ist. Und was du gerade mit mir gemacht hast, ist, dich tiefer ins Jetzt zu bringen, sodass du liebevoller gehalten und unterstützt werden kannst von der neuen Basis. Das ist von meinem Herzen. Kannst du es fühlen? Den ganzen Weg bis zu deinem. Sei, wo du bist, wie du bist, as you are, immer, always.